Ihr kommt gerade recht, ich mache gerade eine Gemüsebrühe und dafür röste ich hier diese Zwiebeln, so wie sie sind, nur einmal durchgeschnitten, in der Pfanne ab. Ja, und gleich nach dem Intro geht's los, also bleibt dran. Ich habe die letzten Tage Sauerkraut gemacht. Ich habe viel mit Sellerie, Möhren und Porree gearbeitet. Und damit die Schalen und Abschnitte von den Gemüsen nicht ungenutzt auf dem Komposthaufen enden, koche ich davon eine Gemüsebrühe. Ihr seht also hier im Topf, ist unten also Weißkohlabschnitte drin. Sellerieschalen drin, Möhrenschalen drin, die Zwiebeln habe ich ja gerade in der Pfanne abgeröstet. Die gibt man ganz mit Schale rein. Die Schale geben Farbe und die Zwiebeln natürlich Geschmack. Und meine Oma hat ja früher von den Zwiebelschalen, die geben so viel Farbstoffe ab, da kann man sogar Eier mit färben. Im Hintergrund seht ihr noch hier das Gemüse, werde ich gleich zu Wiede garen. Das ist dann aber ein anderes Video. Gewürze brauchen wir nicht viel. Hier sind ein paar Lorbeerblätter, ein paar Nelken und ein paar ganze Pfefferkörner. Die gebe ich gleich mit dazu. Und Salz gebe ich auch gleich mit dazu. Solange die Heizperiode dauert, habe ich auch immer einen großen 40 Liter Topf heißes Wasser auf dem Herd. Damit fülle ich jetzt hier dieses Gemüse auf. Und das wird jetzt ein paar Stunden langsam geköchelt, damit sich alle Aromen und alle wertvollen Inhaltsstoffe jetzt in der Brühe lösen. Nachdem die Kochzeit abgelaufen ist, seid ihr wieder mit dabei und dann geht's weiter. Eine Gemüsebrühe habe ich zuerst für 2 Stunden mit Deckel köcheln lassen. Jetzt lasse ich sie mit offenem Deckel noch weitere 1,5 Stunden kochen, damit sich der Wassergehalt reduziert und so der Geschmack verstärkt wird und eben auch die Farbe. Meine Gemüsebrühe ist jetzt nach mehreren Stunden Köcheln fertig. Zuletzt ja noch ohne Deckel. Ihr könnt ja sehen, die ist also noch einreduziert, hat sich damit also noch verstärkt und ist kräftiger geworden. Jetzt schaut euch mal, ich versuche hier mal ohne Gemüse. Jetzt schaut euch mal die Farbe an. Das lässt sich doch schon mal vorzeigen. Und jetzt probiere ich das Ganze mal. Ja, das Ergebnis ist wunderbar. Damit bin ich sehr zufrieden. Da brauche ich nichts mehr nachwürzen. Und je nachdem, wie die dann verwendet wird, wird ja sowieso noch gewürzt. Es geht ja nur darum, dass das Gemüse, und das sind ja im Grunde genommen ja bis auf die Zwiebeln, sind das nur Abschnitte gewesen, wie ich eingangs des Videos ja gezeigt habe. Und dafür ist die Verwendung super. Nun könnte man auf die Idee kommen, diese Einlage noch irgendwie zu verwenden. Also im Augenblick habe ich keine Schweine, dann würden die das kriegen. Aber da ist wirklich für den eigenen Genuss nichts mehr drin, das ist ausgekocht. Das werde ich jetzt hier durch mein Spitzsieb, das ist dafür am besten geeignet, jetzt durchpassieren. Und dann kommt der Rest auf meinen Komposthaufen. Da tut es ja auch noch ein gutes Werk und sorgt dann für gute Erde und wieder dann Nachschub an frischen Gemüsen. So, los geht's. In den Topf passen randvoll 7 Liter und dann schätze ich mal, dass das hier 4 Liter Brühe sind. Und wenn man die gut kühl stellt, dann hält die sich bis zu 10 Tagen. Ansonsten, wer da weniger Bedarf hat, der kann das dann auch einkochen oder ihr kocht eben weniger Brühe, ihr habt eben nicht so viele Abschnitte. Ich drehe ja nun auch viele YouTube-Videos zu dem Thema und verwende oft Gemüse. Und deswegen ist auch hier eine ganze
erkleckliche Masse zusammengekommen. Was ich dann aus dieser Gemüsebrühe mache, ist dann Thema in den nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn dieser kleine Ratgeber bei euch gut angekommen ist und mir einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt von mir, dann bitte einfach abonnieren. Und wie immer ist alles Wissenswerte und Links unten in der Infobox platziert. Und zum Schluss darf ich mich fürs Zuschauen bedanken und sage wie immer Tschüss, bis zum nächsten Video.